You in Tanzania have blessed us. Also ihr in Tansania habt uns gesegnet. In a wonderful way. Auf wunderbare Art und Weise. And we want to say thank you, Dr. Bishop Charles, for all you taught us. Und jetzt wollen auch wir hier dir, Bischof Charles, danke sagen für alles, was du uns gelehrt hast. Through your leadership class. Durch deine Leiterschaftsklasse. And it is available online. Und sie ist online zur Verfügung. And I encourage every pastor, every church, it'll be a great blessing for you and your church. Und ich ermutige jeden Leiter und jeden Pastor, es ist ein gewaltiger Segen für dich und deine ganze Gemeinde. We have it in three languages now. Und wir haben es jetzt in drei Sprachen zur Verfügung. English, Swahili and German. Englisch, Swahili und auch Deutsch. That's pretty great, isn't it? Und das ist doch schon mal großartig, oder? All right, well, Father, I thank you in the mighty name of Jesus. Vater, ich danke dir in dem Namen Jesus. For this time that we can be together. Für diese Zeit, wo wir zusammen sein können. I thank you for your Holy Spirit. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Who is in us? Der in uns ist. Who leads and guides us into all truth. Der uns führt und leitet in alle Wahrheit hinein. Acts and the end times. Apostelgeschichte und die Endzeiten. The end time move. Die Endzeitbewegung. And I pray in Jesus name. Und ich bete in dem Namen Jesus. Father, that you say what you want to say and you do what you want to do. Vater, dass du sagst, was du sagen möchtest und dass du tust, was du eben tun möchtest. As we give out this teaching tonight. So wie wir heute Abend diese Lehre rausbringen. In Jesus name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. You can open your Bible. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen. To the 12th chapter of the book of Acts. Apostelgeschichte Kapitel 12. And it's been a while since we have been on this series. Und es ist schon eine Weile her, dass wir an dieser Serie dran waren. Because I really felt like God wanted the church to have the series that Dr. Bishop Charles taught on leadership at this time. Denn ich habe wirklich ganz stark den Eindruck bekommen, dass zu dieser Zeit die Gemeinde die Lehre, die Bischof Charles über Leiterschaft gebracht hat, dass wir sie brauchen. And I think that you can see the time frame of it was absolutely correct. Und ich denke, dass auch der ganze Zeitumfang, der Zeitrahmen absolut korrekt war. Because of the growth that we're experiencing right now. Wegen dem Wachstum, den wir gegenwärtig erleben. And this is what we're believing for. Und das ist es ja auch, wofür wir glauben. For a great growth, für großen Wachstum, great harvest, große Ernte, increased leadership, zunehmende Leiterschaft and a stronger and greater door of utterance into this nation and other nations. Und eine stärkere und größere Tür der Gelegenheiten hier vor Ort in dieser Nation und auch weit darüber hinaus im Ausland. We are a team. Wir sind ein Team. We're a family. Wir sind eine Familie. And we're going to get bigger and bigger. Und wir werden immer größer werden. And the larger we are, the more we can do. Und je größer wir sind, desto mehr können wir auch tun. And that's the whole point. Und das ist der ganze Punkt. Because we are living in the last of the last days. Weil wir in den letzten der letzten Tage leben. The days of harvest. Den Tagen der Ernte. And along with harvest come strong local churches. Und mit der Ernte geht einher, dass es starke Gemeinden gibt. So in our previous chapter, in den vorhergehenden Kapiteln, we saw how the church of Jerusalem was slowly going down. Haben wir gesehen, wie die Gemeinde in Jerusalem stetig, aber beständig bergab gegangen ist. And much of that had to do with the legalism that was creeping into the church. Und viel hatte zu tun damit, dass Gesetzlichkeit in die Gemeinde sich immer wieder versucht hat einzuschleichen und eingeschlichen hat. And what we're going to see, und was wir sehen werden, is that at one time where the focal point of the move of God was in the city of Jerusalem and going out, ist das zu einer Zeit das Epizentrum von der Bewegung Gottes sozusagen in der Jerusalemer Gemeinde war und sich dann nach außen breitete. We're gonna see that that changes. Und wir haben gesehen und werden das sehen, dass sich das verändert. And there's a whole nother center that begins. Und es gibt ein ganz neues Zentrum, das startet.
And that's in Antioch. Und das ist in Antiochia. And this is actually going to be Paul's home base church. Und Antiochia wird tatsächlich das Dienstzentrum und das die Heimat und das Zuhause für den Dienst von Paulus werden. From this church he will go out on three different major missionary journeys. Von dieser Gemeinde ist er nämlich in drei ganz große Missionsreisen losgezogen. He will win people to Jesus and plant churches. Er hat Menschen für Jesus gewonnen und hat Gemeinden gepflanzt. We saw in Acts 11 that there was Romans that were baptized with the Holy Spirit. Wir haben in Apostelgeschichte 11 gesehen, dass es dort Römer gab, die die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben. We see that there are those that receive salvation. Wir sehen, dass dort solche waren, die Errettung empfingen. And Paul is sought out by Barnabas to get them grounded in the word. Und Paulus und Barnabas sollten sie sind ausgesondert worden, um sie wohl im Wort zu gründen. In Acts the 11th chapter there's a prophet that prophesies that a famine will come into the land to prepare for it. In Apostelgeschichte 11 ist ein Prophet aufgetreten, der vorausgesagt hat, dass eine Hungersnot eintreten wird, und er sagte, dass sie darauf vorbereitet sein würden. You know, the church ought to know what's coming. Wisst ihr, die Gemeinde sollte wirklich wissen, was bevorsteht. And when major events are come into the earth, und wenn gewaltige Ereignisse die Erde treffen, to affect people's lifestyle changes, um den Einfluss zu haben, dass der Lebensstil von Leuten sich verändert, to bring change in the way that everybody live is going to live, the church ought to know. Wenn derartig gewaltige Einflüsse kommen, dann sollte die Gemeinde im Voraus davon Bescheid wissen. We can know. Und wir können all das auch wissen. And we have the prophetic scriptures. Wir haben auf der einen Seite die prophetischen Schriftstellen. And God has a way by the Holy Ghost that the church can get the truth. Und Gott hat seine Möglichkeiten, Arten und Weisen für die Gemeinde, dass sie durch den Heiligen Geist zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. And aren't you glad that we were ready? Und seid ihr nicht bereit? Froh, dass wir bereit sind? Wir sind bereit. We are absolutely ready. Wir sind absolut bereit. And we were. Und wir waren es auch. And I'm so glad we got the Holy Ghost. Und ich bin so froh darum, dass wir den Heiligen Geist haben. And the Word of God. Und Gottes Wort. And that's why we're a church full of faith right now and not full of fear. Und genau deshalb sind wir jetzt eine Gemeinde voller Glauben und eben nicht voller Angst. We are stable. Wir sind stabil. So there was a prophet that prophesied that there would be a famine. Da trat also ein Prophet auf, der voraussagte, dass eine Hungersnot eintritt. And that was Agabus. Und das war Agabus. And this church at Antioch is actually going to send back money to the church of Jerusalem to help them in this time of famine. Und die Gemeinde in Antiochia hat dann tatsächlich auch Geld geschickt zur Gemeinde in Jerusalem während dieser Zeit dieser Dürre und Hungersnot, um ihnen zu helfen. So isn't that interesting? Ist das nicht also interessant? That the new church that is raised up that becomes the center, they've got the money. Dass die neue Gemeinde, die wirklich aufgestanden ist, dass sie jetzt dann die war, die das Geld hatte. But the church that has gone into legalism, they're suffering. Aber die Gemeinden, die in Gesetzlichkeit abgedriftet sind, waren die, die Not litten. And this is why. Und das ist auch der Grund, warum we regularly speak. Das ist der Grund, warum wir regelmäßig sprechen, that God brings us forth with silver and gold. Dass Gott uns hervorbringt mit Silber und Gold. And there's not one sick person among our tribe. Und dass es keinen einzigen Kranken in unseren Stämmen gibt. Und unser Fokus is what God wants to do in this earth right now through his church. Was Gott jetzt momentan auf Erden vorhat durch seine Gemeinde. We don't get sidetracked. Wir werden nicht abgelenkt. But we keep our focus. Sondern wir halten unseren Fokus. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against. Dass es so ist, dass wenn der Feind reinkommt, dass der Geist des Herrn wie eine Flut dagegen eine Standarte errichtet.
Und wir werden fähig sein, etwas zu sein, was Leuten hilft. And we want to be that way. Wir wollen so sein. We want to always be ready to help and to bless. Wir wollen immer bereit sein, zu segnen, zu helfen, zu lieben. Because we have the answer. Weil wir die Antwort haben. And God wants to use us to give other people the answer. Und Gott will uns dazu gebrauchen, anderen auch diese Antwort zukommen zu lassen. So, look at verse 1. Schaut euch also Vers 1 an. Of chapter 12. Kapitel 12. It says now about that time. Um jene Zeit aber. And we're not the only one. There, the same testimony I just gave you. It's over and over and over. Und wir sind nicht die Einzigen, denn dasselbe Zeugnis, was ich gegeben habe, ist immer und immer und immer wieder auch woanders. When you know the Word and you know the Holy Ghost, and there are many churches that God is using mightily right now. Wenn man das Wort kennt und den Heiligen Geist kennt, wie er sich wortgemäß bewegt, dann ist es so wie in vielen Gemeinden momentan, dass sie auch wissen, was los ist und dementsprechend bereit sind und auftreten. Und man sieht es immer und immer wieder, warum es so wichtig ist, auf das Wort zu bauen. Nicht auf Zeugnisse und Sensationsgier. Nicht Zeichen und Wunder. Not Internet Church. Und auch nicht eine Internetgemeinde zu sein. There are several churches today. They shut down. Totally. Es gibt mehrere Gemeinden heutzutage, die völlig dicht gemacht haben. Because they thought that was their answer. Weil sie dachten, dass das ihre Antwort war. You know, when you only have church on the internet, it's easy to get distracted. Und weißt du, wenn du Gemeindeleben nur übers Internet führst, dann ist es ganz leicht, abgelenkt zu werden. And the devil will see to it. Und der Teufel wird auch alles dran setzen, dieses Ziel zu erreichen. To send all kinds of distractions where you have to say no, no, no. Alle Arten von Ablenkungen zu schicken, wo du nein, nein, nein sagen musst. Somebody calls on the telephone. Jemand ruft am Telefon an. Do you tell him, hey, I'm in church? Sagst du, hey, ich bin gerade in der Gemeinde. Somebody knocks on the door. Jemand klopft an die Tür. You understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich meine? Discipline over this flesh is wichtig. It's important. Disziplin, also Kontrolle übers Fleisch auszuüben, ist wichtig. And the word says we must come together. Und das Wort sagt, wir müssen uns versammeln. It's one thing to be on the internet, but it's another thing to come together. Es ist eine Sache, im Internet zu sein, aber noch eine ganz andere, wirklich physisch zusammenzukommen. And you know, thank God we use both. Und Gott sei Dank gebrauchen wir beide Möglichkeiten. But it's one thing to be here live, and that's different. Aber es ist eine Sache, hier live vor Ort zu sein, was ganz anders ist. Than what it is staring in front of a screen. Als vor einem Bildschirm zu hocken und da reinzustarren. So in verse 1, im Vers 1 also, it says, now about that time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Da heißt es, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. So now we have another wave of persecution that has come against the church. Jetzt haben wir eine weitere Welle von Verfolgung, die gegen die Gemeinde kam. I mean, look at what this first church lived through, this first church period of time, what they lived through. Schaut euch das mal hier genau an, wo diese erste Gemeinde durchgegangen ist, wo sie durchgelebt haben. And you have the king, this is Herod Agrippa. Und hier hat man den König und das ist Herodes Agrippa. And he is following the footsteps of his grandfather Herod the Great. Und er folgt in den Fußstapfen seines Opas Herodes des Großen. And we looked at him in previous messages. Und wir haben ihn uns in vorhergehenden Botschaften schon genauer unter die Lupe genommen. Herod the Great, remember? Herodes der Große, erinnert euch? He was placed as a ruler at one time over Palestine.
Er war zu einer Zeit als Herrscher über Palästina eingesetzt. Over the Jews in the time of Jesus. Über die Juden hatte er die Herrschaft zur Zeit Jesu gehabt. So he was placed over the Jews by Rome. Er wurde durch Rom über die Juden als Herrscher eingesetzt. He was very rich. Er war sehr reich gewesen. But there were two times in his life that he went bankrupt trying to help the Jews. Es gab zwei Zeiten in seinem Leben, wo er bankrott gegangen ist, in dem Versuch, den Juden zu helfen. The Jews hated him because he was a Gentile. Die Juden hassten ihn eigentlich, weil er ein Mann aus den heidnischen Völkern war. He was a very intelligent king. Er war ein sehr intelligenter König. The Jews were always trying to kill him. Die Juden haben versucht, ihn immer umzubringen. And at the end of his life, he went crazy. Und am Ende seines Lebens ist er verrückt geworden. His whole life was fighting to stay on the throne. Sein ganzes Leben war darum zu kämpfen, am Thron zu bleiben. Remember those wise men that came to him? Erinnert euch an diese weisen Männer, die zu ihm kamen? Looking for the king of the Jews. Die nach dem König der Juden suchten. This was a big shock to him. Das war für ihn ein ganz großer Schock. Because of all the other things that were going on behind the scenes. Wegen all den anderen Dingen, die hinter den Kulissen sich abspielten. And so now we have another Herod Agrippa, which is the grandson. Und jetzt haben wir einen weiteren König Herodes, nämlich Herodes Agrippa, und das war der Enkel von Herodes dem Großen. And he's following in the same footsteps of his grandfather, trying to please the Jews. Und er folgte den Fußstapfen seines Opas, indem er versuchte, den Juden wohlzugefallen. And one of the things that they don't like at this time is those people that are Christians. Und eins der Dinge, die sie zu dieser Zeit eben nicht mochten, waren diese Leute, die Christen waren. Remember Saul before he became Paul? Erinnert euch an Saulus, bevor er zum Paulus wurde? And he had Stephen stoned. Und er ließ Stephanus steinigen. And the whole crowd was pleased. Und die ganze Menge war freudig erfüllt darüber. That he would have Stephen stoned. Dass er Stephanus steinigen ließ. And so what did he do? He just increased the persecution. Und was hat er daraufhin gemacht? Er hat die Verfolgung noch vergrößert. And we have this king here. Und wir haben jetzt hier diesen König. That also wants to have favor with the Jews. Der auch bei den Juden Gunst erlangen will. You know, to rule them, but at the same time rule them having their favor. Auf der einen Seite natürlich totale Herrschaft über sie auszuüben, auf der anderen Seite durch Hintertürchen aber irgendwie Gunst bei ihnen zu haben. And so he knows. Und so weiß er, that if I can get to the top and make an example out of that, dass wenn ich dort an die Spitze gelange und ein Exempel statuiere, his idea is I can crush the church. Dann war seine Vorstellung, dass er damit die Gemeinde sozusagen vernichtet. I tell you the story about Idi Amin. Und ich habe euch ja schon die Geschichte erzählt von Idi Amin in Uganda. In Uganda. And that was his idea. Und das war seine Idee. He had there was a prison that had 200 Christians that were arrested. Da war ein Gefängnis, wo 200 Christen inhaftiert waren. And he sent a coup. He sent some of his high leadership. Und er sandte aus seiner Leiterschaft ganz hochrangige Leute. And they were going to televise this and put it out so everybody knew. Und sie haben das sozusagen verbreitet, sodass jeder davon Bescheid wusste, dass sie planten, diese Christen zu töten. Nur deshalb, weil sie halt Christen waren. Und wisst ihr was? The underground church was praying. Die Untergrundgemeinde betete. And there was a supernatural manifestation. Und es geschah eine übernatürliche Manifestation, where they had an accident on the way. Wo sie dann in ihrer Kolonne auf dem Weg einen Unfall erlebten. And they've never been able to explain why or what happened. Und sie konnten nie wirklich erklären, was und warum und wie überhaupt geschehen ist. But the last time that I was there, aber das letzte Mal, als ich dort war, they told me the leader of that group that was going to kill those Christians is lame. They were still lame on at that day that they told me the story.
in their legs. Da ist mir berichtet worden, der Anführer dieser Gruppe, der geschickt wurde, um hinzugehen, um die Christen zu töten, er ist wegen diesem Unfall immer noch in seinem Bein gelähmt, heutzutage immer noch gelähmt deswegen. Sometimes God does intervene in that way. Und manchmal greift Gott auch auf solche drastische Art und Weise ein. Remember Pharaoh. Erinnert euch an Pharao? That was judgment against those gods. Das war Gericht Gottes gegen diese Götzengottheiten. And we're going to find out here. Und wir werden hier herausfinden, that this king was actually eaten by worms. Dass dieser König tatsächlich dann schließlich und endlich durch Würmer aufgefressen wurde. It's a dangerous place to be in when the government tries to play God. Es ist eine ganz, ganz gefährliche Position, wenn man als Regierung versucht, Gott zu spielen. And he will allow it for a period of time, but then there's a time, enough is enough. And when the church prays, things can get stopped. Gott wird gewisse Dinge eine ganze Zeit lang zulassen, aber bei ihm wird irgendwann auch genug, endlich genug sein. Und wenn die Gemeinde betet, wird sie auch Dinge stoppen. We are a praying church. Und wir sind hier eine betende Gemeinde. And we don't let up. Und wir lassen kein bisschen nach. Amen. Amen. So, it says now about that time. About that time is the time of the famine. Und hier heißt jetzt also um jene Zeit aber, und die Zeit war gemeint mit dieser Dürre, mit dieser Hungersnot, which is prophesied back in the 11th chapter. Was im 11. Kapitel ja schon vorausgesagt wurde. It says that he stretched forth his hands to vex certain of the church. So there were specific people that this king put a plan together to kill. Es heißt hier also, dass er seine Hand anlegte an die Gemeinde, um Leute darin zu misshandeln. Also er hat ganz klar geplant, um zielgerichtet Gemeindeleute zu töten. And in verse 2 they succeeded with the first one. Und im Vers 2 waren sie erfolgreich auch damit mit dem ersten unter ihnen. And he killed James, the brother of John, with the sword, which means they beheaded him. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert, und das bedeutete, dass er ihn köpfen ließ. And because, look here it is, verse 3. Und dann Vers 3, und schaut euch das hier an, da kommt's. And because he saw it pleased the Jews. That was the whole plan. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, und das war ja auch sein ganzer Plan. He proceeded further to take Peter also. So Peter's going to be next. Fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen, also Petrus sollte gleich der nächste sein. Now this James here is James the son of Zebedee. Der Jakobus, der hier erwähnt ist, ist der Sohn des Zebedäus. Also John's brother. Auch der Bruder von Johannes. You understand? Versteht ihr? Later on there's going to be another James comes up and that's Jesus' brother. Später kommt noch ein weiterer Jakobus dazu und das ist der Bruder von Jesus. But it says he proceeded further to take Peter also, but look at this. Then were the days of unleavened bread. Verse 3. Vers 3, und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. And when he had apprehended him, und als er ihn festgenommen hatte, he put him in prison, warf er ihn ins Gefängnis and delivered him to 4 quaternions of soldiers, that is 16 soldiers. Und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, also 16 Soldaten haben ihn bewacht. Think about that, 16 soldiers in prison. Denk mal darüber nach, 16 Soldaten im Gefängnis drin. To guard Peter, so he doesn't get out. Um Petrus zu bewachen, dass er nicht rauskommt. I mean, this is a top prisoner. Ich meine, das ist hier wirklich ein hochrangiger Gefängnisinsasse, wenn man so will. And they're gonna make an example out of Peter, just like they did with James. Und sie wollten aus Petrus auch ein Exempel statuieren, so wie sie es mit Jakobus schon getan hatten. And what they did? Und was sie taten? Is they had 4 soldiers, ist, dass sie 4 Soldaten hatten, that would take shifts, die in Schichten sozusagen Dienst hatten,
Every 6 hours there would be a new 4 soldiers. Alle 6 Stunden war ein neuer Schwung von einer Vierergruppe Soldaten im Dienst. 2 of the soldiers were chained. 2 der Soldaten waren mit angekettet. To the prisoner in the cell. In der Zelle an den Gefangenen. I mean, this guy's not getting out. Ich meine, dieser Mann sollte einfach nicht rauskommen. And then you've got at least one, maybe the other two. I'm not sure about what they did with the other two, but there would be 4 soldiers per watch. Und das waren wenigstens 2, die so eingesetzt waren, und was sie mit den 2 anderen machten, weiß ich nicht, aber jedenfalls war pro Schichtwache 4 Soldaten im Einsatz. 6 o'clock in the morning. 6 Uhr morgens. The first shift would start. Die Frühschicht fing an. They would go till 12. Und die dauerte bis 12 Uhr mittags. And then from 12 till 6 at night. Und dann von 12 Uhr mittags bis 18 Uhr. Then from 6 till midnight. Dann von 18 Uhr bis Mitternacht. Midnight to 6 in the morning. Und Mitternacht wieder bis 6 Uhr morgens. Peter is not getting out of this prison. Petrus sollte nicht aus dem Gefängnis rauskommen. There was a little time here. Und da war eine kleine Zeit. Because there was a feast called the Feast of Passover and Unleavened Bread. Weil ja das Passafest war und das Fest der ungesäuerten Brote. And they did not kill these people during that time. Und während dieser Festtage wollten sie die Leute nicht töten lassen. Because that would displease the Jews. You don't do that during this time. Weil das hätte ja wiederum den Juden nicht gefallen, weil man sowas halt zu so einer Zeit einfach nicht macht. Well, it's a good thing. Nun, es ist eine gute Sache. Because the church woke up. Denn die Gemeinde ist aufgewacht. And they said, we better get on our knees or we're going to lose our other leader. Und sie sagten, wir sollten jetzt besser mal echt auf die Knie gehen und beten, es sei denn, wir wollen einen weiteren unserer Führer und Leiter verlieren. You know, sometimes things like this, and it's sad, but sometimes things like this wake the church up. So traurig auch solche Dinge sind, wenn sie geschehen, aber manchmal ist es ein Weckruf, dass die schläfrige Gemeinde aufwacht, um auf die Knie zu gehen und ernstlich anfängt zu beten. You understand? Versteht ihr? And so you have this Passover feast. Man hat also hier das Passafest, which is a type of the death, burial and resurrection of Jesus. Was ja ein Typus für den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu ist. And then you have the Feast of Unleavened Bread. Und dann ist noch das Fest der ungesäuerten Brote. And that is a type of becoming righteous. Und das ist ein Typus dafür, gerecht zu werden. Because leaven represents sin. Denn das gesäuerte Brot repräsentiert ja die Sünde. And during that time they would go and clean out all the mold, any thing that was in the house that was unclean, they would spring clean. Und diese Zeit wurde dazu hergenommen, dass das Haus wirklich gründlichst gesäubert wurde. Jede kleine Spur von Schimmel wurde entfernt und ja, das Haus wurde sozusagen lupenrein hergeputzt. One of the most important things that we can get in the beginning of our Christian commitment is the revelation of righteousness. Und eins der allerwichtigsten Dinge, die wir ergreifen können, wenn wir anfangen, unser christliches Leben wirklich ernsthaft zu leben, ist die Offenbarung, dass wir Gerechtigkeit Gottes ergreifen. You are no longer a sinner. Dass man eben nicht mehr länger ein Sünder ist. You are the righteousness of God in Christ because of what Jesus has done for you on the cross. Sondern dass man die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus geworden ist, wegen dem, was Jesus Christus am Kreuz für einen erworben hat. So it says. Es heißt ja, and when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter. This term Easter here is a reference to the Passover feast. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa, dem Volk, vorzuführen. Und im Englischen steht hier für Passa Ostern, und das ist ein Querverweis eben auf das Passafest damals. To bring him forth to the people. Um ihn dem Volk vorzuführen. Peter therefore was kept in prison, but look at this.
So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, aber, und schau dich das jetzt an, prayer was made without ceasing. Von der Gemeinde wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. The whole church was told, pray, 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 shokabanda leke dam bravostisch ea, pray. Der ganzen Gemeinde wurde gesagt, betet, tchero, tchori neim de folia, bate chagovolio, beten, and don't let up, we need a breakthrough here. Lasst kein bisschen nach, denn wir brauchen hier wirklich einen Durchbruch. They'd already lost James. Sie haben bereits Jakobus verloren. And we know that wasn't the will of God. The devil wanted to take him out. Wir wissen, dass the devil was doing everything he could to stop the church. Wir wissen, dass das nicht der Plan Gottes war, sondern dass der Teufel einfach alles tat, was er nur konnte, um es zu schaffen, die Gemeinde zu stoppen. But praise God for the power of prayer. Aber preis sei Gott, die Kraft des Gebets ist wirksam. Of speaking the word of God, of praying in tongues. Gottes Wort zu sprechen und in neuen Zungen zu beten. Halleluja. Halleluja. Prayer. Gebet. They prayed. Sie beteten. Without ceasing. Unablässig. Of the church unto God for him. So they were praying for Peter. Also die von der Gemeinde betete unablässig zu Gott für Petrus. And when Herod would have brought him forth. Als nun Herodes ihn vorführen wollte. Woo, this is the big day for the king. We're going to make an example. We're going to stop the church. Das ist also der große entscheidende Tag des Königs, wo er seinen Plan ausführen wollte, der Gemeinde den Garaus zu machen. We're going to get rid of these crazy Christians. Wir werden diese verrückten Christen endlich loswerden. We're going to stop this in our city, no more. Wir werden das in unserer Stadt stoppen, so dass es nicht mehr sein wird. We're going to put fear into all these Christians. This is what happens to you when you profess Jesus. Wir werden all den Christen Angst einjagen, indem wir ihnen zeigen, was geschieht, wenn sie Christen sind. But remember, aber erinnert euch, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against. Wo der Feind reinkommt, wird der Geist des Herrn dagegen eine Standarte aufrichten. God has a way to take something that's bad and turn it around for good. Gott hat seine Weise, wie er etwas Übles nehmen kann, um es rumzudrehen zu etwas Gutem. Thank God for a praying church. Dank sei Gott für eine betende Gemeinde. And think about it. Und denk mal drüber nach. What if Peter had not had a praying church? Was wäre denn gewesen, wenn Petrus keine betende Gemeinde im Hintergrund gehabt hätte? You understand? We need people praying. Versteht ihr? Wir brauchen betende Leute. Leaders need people behind the scenes praying. Leiter brauchen hinter den Kulissen Leute, die wirklich beten. We're a team, we're a family, we're warriors together for God. Wir sind ein Team, wir sind eine Familie, wir sind Krieger zusammen für Gott. Hallelujah. Hallelujah. And we go and we do things and we have the power of prayer behind. Und wir gehen, um Dinge zu tun und haben die Kraft des Gebets als Rückendeckung. And we prayed something out where the Holy Ghost can come suddenly. Und wir beteten etwas aus, so dass der Heilige Geist plötzlich auftreten kann. And angels are working. Und Engel sind am Wirken. And where it looks confusing, all of a sudden it comes clear. Wo alles verwirrt ausgesehen hat, wird plötzlich alles klar. Wow. Isn't that powerful? Ist das nicht kraftvoll? The church went to praying. Die Gemeinde ging wirklich ins Beten. I know Peter was. Ich weiß, dass Petrus natürlich auch betete. Aber das Wort erwähnt hier spezifisch, dass die Gemeinde betete. So we can see how important it is for the church to pray together without ceasing. Wir können hier also sehen, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde unablässig ins Gebet geht. In the future, in der Zukunft, we're going to have some all-night prayer times. Werden wir Abende haben, wo wir die Nacht durchbeten. The Lord's been speaking to me about that. Der Herr hat zu mir darüber geredet. Some of these Friday nights are going to go all night. Einige dieser Freitagabende werden sozusagen Durchmachzeiten sein. Some of you may not be able to be on the whole time, but we're going to do it. Manche von euch werden vielleicht nicht die ganze Zeit dabei sein können, aber wir werden es durchziehen. And there's no condemnation on that. You'll be able to come and go when you need to. Und es gibt keine Verdammnis
Ihr könnt kommen und gehen, so wie ihr es eben braucht. But I have that. Aber ich habe das gekriegt. Halleluja. 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 Oh, thank you, Jesus. Danke, Jesus. We got much ahead of us. Wir haben viel vor uns. That we have to pray out. Was wir ausbeten müssen. And today we are walking right now today in things we have been praying out for months. Und Halleluja. Heutzutage, heute, jetzt wandeln wir in Dingen, die wir vor Monaten und für Monate ausgebetet haben. And there's many more to get saved. There's many more to get healed. There's many more to get baptized by the Holy Ghost. There's many more to get baptized in water. There's a move of God. Es gibt noch viel mehr Leute, die errettet werden, noch viel mehr, die die Taufe im Heiligen Geist empfangen, noch viel mehr, die geheilt werden und noch viel mehr, die die Wassertaufe empfangen. Es gibt die Bewegung Gottes, die vor uns liegt. Und jeder Widerstand, der gegen uns kommt, dieses Gebet wird uns jedes Mal durchbringen. Und Gott wird diese notable miracles. Und Gott wird diese bemerkenswerten Wunder wirken. Ich kann es sehen. These kind of miracles, diese Art Wunder, that nobody can explain, die niemand erklären kann, that they have to say only God, wo sie nur noch Gott erkennen können. I tell you, I was so excited about Marcus's testimony on Sunday. Ich sag's euch, ich war so begeistert über das Zeugnis von Markus am Sonntag. And he and his wife were telling me up in my office afterward. He said, "Do you know, I've been to this therapist and that therapist and this clinic and this massage and for 12 years." Wisst ihr, er und trying seine to get Frau rid of this back pain. Waren hinterher noch mit mir zusammengesessen und er hat mir dann erzählt, 12 Jahre lang haben alle möglichen Leute, Masseure, Kliniken, Ärzte, alle möglichen Leute versucht, an mir rumzubasteln und haben versagt. And he said, I want you to know, und er sagte, ich möchte, dass du weißt, that after that healing manifested, he went out and he started working to build this hut that they're building in their garden. Nach dieser Heilungsmanifestation, als er eingetreten war, ging er los und hat im Garten angefangen, die geplante Hütte zu errichten. He said, I could have never done that. Er sagte, ich hätte das früher nie tun können. And what's amazing, und was so erstaunlich ist, you know, normally if you don't use muscles, you got a little bit of muscle pain. Normalerweise, wenn du dann irgendwas tust, hast du ja Muskelkater, aber er hatte nicht mal Muskelkater. His wife said, I got a new man. Yes. Seine Frau sagte, ich habe einen neuen Mann. Ja, so ist es. Eine Plötzlichkeit. And there's many. And there's many more to come. Und das sind noch viele und noch viele weitere, die kommen werden. That faith is rising. Oh, dieser Glaube steigt auf. That. Ich nehme es wahr, corporate er zunimmt. Faith is rising. Dieser gemeinschaftliche Glaube, er steigt auf. We're expecting. Wir erwarten. Oh, somebody. Halleluja. Mach mal jemand was hier. Halleluja. So it says. Es heißt ja also. And when Herod would have brought him forth the same night. Now look at this. Peter was sleeping. Als nun Petrus ihn vorführen wollte, und schaut euch das an, schlief Petrus in jener Nacht. That's a little different story than when he denied Jesus 3 times. Das ist hier mal eine ganz andere Geschichte im Vergleich dazu, dass er 3-mal Jesus verleugnet hatte. He knows it's going to be the next day. Er weiß, es wird am nächsten Tag passieren. But he's sleeping. Aber er schläft. My, oh my. Meine Güte. So the church is praying and he's sleeping. Also die Gemeinde betete und er schläft währenddessen. That's okay too. You gotta sleep sometime. Das ist auch okay, denn man muss ja manchmal auch mal schlafen. While other people are praying. Nun. Wenn andere Leute auch beten. That's why we're a team. Deswegen sind wir ja auch ein Team. None of us can do it all, but together we can. Keiner von uns kann alles machen, aber zusammen schaffen wir es. We just all need to be in our places. Wir müssen halt alle nur an unserem Platz and sein. Help other people to find their places. Und anderen helfen, ihren Platz auch zu finden. Wow. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. Peter was sleeping between 2 soldiers. Petrus schlief
zwischen zwei Soldaten. Can you imagine being those soldiers? Könnt ihr euch das vorstellen, diese Soldaten zu sein? Does this guy know? Weiß dieser Typ, what's gonna happen to him tomorrow? Was ihm morgen passieren wird? Er schnarcht genüsslich. The soldiers, they're not sleeping. Die Soldaten schlafen nicht. But Peter, the night before, it's off with his head. He's sleeping. Aber Petrus in der Nacht vor seiner Enthauptung schläft er. I think he remembered back to the time Jesus was in the boat. Ich denke, dass er sich zum Beispiel an die Zeit damals erinnerte, als er mit Jesus im Boot war, wo Jesus auch schlief. We're gonna die, we're gonna die, we're gonna drown. Master, don't you care about us? Und alle anderen jammerten und schluchzten. Meister, kümmert sich denn gar nicht, dass wir hier untergehen und sterben werden? So you can see something happened with Peter since he got born again and baptized with the Holy Ghost. Man kann ja also klar sehen, dass etwas Bedeutsames mit Petrus passiert ist, seitdem er von neuem geboren wurde und im Heiligen Geist getauft wurde. It says, bound with two chains, and the keeper before the door kept the prison. Es heißt, zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. And that's all the farther we're gonna go tonight. Und so weit gehen wir für heute Abend. So we'll continue. Also wir werden fortfahren. Probably next Wednesday. Höchstwahrscheinlich nächsten Mittwoch. Have you learned something tonight? Habt ihr heute was gelernt? Halleluja! 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 Amen! Amen! Hallelujah. Hallelujah. Well, let's go ahead and receive our giving. Nun lasst uns noch